Das Leben steckt voller Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen. Gut, dass es sie gibt. All diese genialen Kniffe, klugen Tricks und cleveren Ideen, die uns das Leben leichter machen. Wir haben ein paar dieser bahnbrechenden Lifehacks zusammengefasst. Viele Jahrtausende leben die Menschen als Jäger und Sammler und organisieren sich in kleinen Gruppen. Erinnerungen, Wissen und Botschaften werden von den Menschen damals mündlich weitergegeben. Oder an die Wände der Höhlen gemalt. Doch im Laufe der Zeit differenziert sich die Gesellschaft immer stärker aus. Die Menschen beginnen in Städten zu leben. Diese neuen Strukturen machen auch neue Organisationsformen notwendig. Vieles lässt sich nicht mehr mündlich kommunizieren oder allein aus dem Gedächtnis und der Erinnerung heraus rekonstruieren, organisieren und verwalten. Eine Lösung muss her. Die Sumerer sind nach heutigem Wissen wahrscheinlich die Ersten, die diese Herausforderung mit einem bahnbrechenden Lifehack begegnen. Sie implementieren eine vollkommen neue Form der Kommunikation. Das Keilschriftsystem. Dazu verwenden sie ein Material, das sie in ihrer unmittelbaren Umgebung reichlich vorfinden. Lehm. Es beginnt mit einfachen Zeichen, die den Inhalt von Tongefäßen kennzeichnen. Die Zeichen bilden Gegenstände anfangs sehr realitätsnah ab oder als abstrakte Elemente. Doch mit der Zeit verändert sich die Schreibtechnik. Die Zahl der Zeichen erweitert sich und es findet eine Systematisierung der Schriftzeichen statt. Der clevere Lifehack findet schnell Anhänger. Die sumerische Schrift verbreitet sich über den gesamten Vorderen Orient. Überall, wo Handel getrieben wird, nutzt man Schrift, um Waren zu markieren und Bestandslisten zu führen. Jedes Zeichen steht dabei entweder für einen Gegenstand, eine Silbe oder einen Laut. Ein komplexes System, das aber schon in der Lage ist, die komplette Sprache abzubilden. Gegen Ende des 2. Jahrtausends vor Christus sind es die Phönizier, ein Volk von Händlern und Seefahrern, die ein Schriftsystem aus einzelnen Buchstaben implementieren und verwenden. Ein Alphabet, wie wir es heute kennen. Zurück geht es auf die Hieroglyphen der Ägypter und verdrängt schnell die existierenden Schriftsysteme. Eine kulturelle Revolution. Im phönizischen Alphabet steht jedes Schriftzeichen für einen Laut, der mit der Stimme erzeugt werden kann. Das ist leichter und man kann damit verschiedene Sprachen schreiben. Priester, Schreiber, Kaufleute und Handwerker bringen die neue Schrift in alle Welt. Jedes Volk entwickelt daraus seine eigenen Buchstaben. Fast alle heutigen Alphabete sind vom Phönizischen abgeleitet. Das Hebräische, das Arabische, das Griechische, Kyrillische und Lateinische. Erst durch die Schrift und ihre Verbreitung wird es möglich, die riesigen Reiche der Geschichte zu verwalten. Und Wissen über große Distanzen und lange Zeiträume hinweg zu erhalten. Und weiterzugeben. Ein genialer Hack. Schon im Mittelalter gilt Frankfurt als Silber- und Goldloch des Deutschen Reiches. Der Grund? Der Kaiser gewährt der Stadt ein Sonderrecht. Pro Jahr dürfen die Frankfurter 2 Messen abhalten. Händler aus ganz Europa kommen, um hier ihre Waren anzubieten. Die Geschäfte laufen eigentlich ganz gut. Aber es kommt ständig zu Streitigkeiten zwischen den Händlern. Das ist Betrug. Wucher. Sind meine Münzen etwa nichts wert? Tja, was kann ich denn dafür, dass du für deine Taler nicht mehr bekommst? Mein Geld ist so viel wert wie deins. Das Problem der Händler? Es gibt keine einheitliche Währung. Jede Stadt hat ihre eigenen Münzen. Geradezu eine Einladung für Betrügereien. Wir treffen uns heute Abend mit anderen im Blauen Bock, um dem Frankfurter Rat eine Lösung vorzuschlagen. Hört auf, euch zu streiten und kommt auch, ja?
1585 versammeln sich Kaufleute aus ganz Europa in einem Frankfurter Wirtshaus. Sie wollen das Münzchaos ein für allemal beenden und verfassen einen Antrag an den Rat der Stadt Frankfurt. Ihre Forderung ist klar. Zur Zeit der Messe sollen feste Wechselkurse gelten. Endlich. Außerdem, damit es keinen Streit mehr gibt, schlagen wir vor, in Zukunft bestimmt der Rat den Wechselkurs. Damit jeder verlässlich weiß, wie viel sein Geld wert ist, für verlässliche Kalkulationen und zum Wohle unserer aller Geschäfte. Ein Kniff, der den Händlern von jetzt auf gleich das Leben immens erleichtert. Die Versammlung gilt als Geburtsstunde der Frankfurter Börse. Ab diesem Zeitpunkt treffen sich die Kaufleute regelmäßig zur Messezeit, um die einheitlichen und verbindlichen Preise zu aktualisieren. Die ersten sind die Frankfurter aber nicht mit ihrem Wirtschafts-Lifehack. Die erste Börse der Welt entsteht bereits 1409 in Brügge. Im Haus der belgischen Kaufmannsfamilie van der Beurs werden regelmäßig Zusammenkünfte von Kaufleuten organisiert, um den Wert von Gold- und Silbermünzen als Zahlungsmittel festzulegen. Weitere Börsen folgen innerhalb kurzer Zeit. 1460 Antwerpen, 1540 Nürnberg, Augsburg und Lyon, 1571 London und 1585 Frankfurt. Die erste Aktie der Welt wird übrigens 1613 in Amsterdam gehandelt. Heute zählt Frankfurt zu den größten und bedeutendsten Finanzzentren der Welt. 2018 erreicht die Frankfurter Börse ein Handelsvolumen von 343 Milliarden US-Dollar. Aus dem Lifehack der Kaufleute von damals hat sich unser heutiges Handelssystem entwickelt. Unsere Vorfahren aus der Steinzeit sind wohl für den ersten und einen der größten Umstürze der Menschheitsgeschichte verantwortlich, der auf keinen Fall fehlen darf, wenn es um die bahnbrechendsten Lifehacks geht. Die Neolithische Revolution. Vor über 10.000 Jahren ist das Ernährungsspektrum der Menschen ziemlich einseitig. Als Jäger und Sammler stehen vor allem Fleisch sowie essbare Pflanzen und Nüsse auf der Speisekarte unserer Vorfahren. Wie der Mensch sich ernährt, ändert sich schlagartig, als er mit dem Züchten und Kultivieren von Pflanzen anfängt. Es ist der Beginn der Landwirtschaft. Was so simpel klingt, setzt jedoch eine Menge Intelligenz und Abstraktionsvermögen voraus. Die Menschen von damals müssen die Natur- und Pflanzenwelt genau beobachtet und Schlüsse gezogen haben, wie und welche Pflanzen man züchten und anbauen kann. Über den genauen Zeitpunkt und die Gründe für diese Transformation wird noch immer diskutiert. Aber Belege für eine Abkehr von der Lebensweise der Jäger und Sammler hin zur Landwirtschaft finden sich weltweit. Für die Menschheit ein bahnbrechender Fortschritt, der bis heute Bestand hat und gravierende Auswirkungen auf die Lebensweise unserer Vorfahren hat. Die neue Form der Nahrungsproduktion bedeutet den Bruch mit einer Lebensart, die auf Sammeln und Jagen beruht und den Menschen über Hunderttausende von Jahren geprägt hat. Die Menschen werden sesshaft und gründen Dörfer. Als sie mit ihren ersten Ackerbauexperimenten beginnen, fangen sie auch an, Tiere zu domestizieren. Hinweise für die Schaf- und Ziegenzucht aus dem Irak und Anatolien zum Beispiel zeigen, dass solche Herden dort vermutlich schon vor etwa 12.000 Jahren gehalten wurden. Als Nutztiere können domestizierte Tiere auch die schweren körperlichen Arbeiten beim Ackerbau erleichtern und liefern mit ihrer Milch und ihrem Fleisch zusätzliche Nahrung. Die neue Form des Wirtschaftens wird zum bahnbrechenden Lifehack. Die Ernährung wird damit nicht nur planbar, es besteht auch die Möglichkeit, Nahrungsmittelüberschüsse zu produzieren. Die gleichmäßigere Nahrungsverfügbarkeit ermöglicht ein Populationswachstum. Nicht ohne Grund spricht man daher von der neolithischen Revolution. Fazit:
Wir Menschen haben uns im Laufe der Zeit ganz schön viele geniale Lebenskniffe einfallen lassen. Was sind für euch die bahnbrechendsten Lifehacks in der Geschichte der Menschheit? Lust auf noch mehr skurrile Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.